alle da? Ich habe euch eine lustige Geschichte zu erzählen. Das Märchen vom Wolf und den 7 jungen Geißlein. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte 7 junge Geißlein und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Im Sommer lebten sie hoch oben auf den Bergen, aber wenn im Herbst das Laub an den Bäumen anfing, sich rot und golden zu färben, und wenn die Nächte länger wurden, dann zogen sie hinunter ins Tal und suchten ein Haus, in dem sie den Winter über bleiben konnten. Vorn ging die Mutter. Ab und zu schaute sie sich um, ob sie ihre 7 Geißlein noch immer beisammen hatte. Das kleinste Geißlein, die kleine Gucki, war schon so müde, dass ihm im Gehen die Augen zufielen. Und auf einmal stolperte es und stieß mit dem Kopf gegen einen großen Baum. Bleib da! Das ist euer Haus! Bleib da! Und als die anderen sahen, dass die kleine Gucki nicht mehr da war, da kamen sie zurück und suchten sie. Und so fanden die Mutter und die 7 kleinen Geißlein das Haus, in dem sie bleiben wollten. Ich hab's ihnen gezeigt. Das Haus war eigentlich ein großer, hohler Baumstamm. Früher hatte ein alter Waldmann darin gewohnt, aber er war schon lange fortgegangen und alles war sehr verwildert. kurzer Zeit hatten sich die 7 Geißlein ihr Haus schon sehr schön eingerichtet. Wo steckst du denn? Komm mal her. Da ist das Wasser. Hier brauche ich noch was. Leni, Toni, kommt. Du, dreh dich mal um. Hm? Eure Schulranzen. So. Kommt, Kinder, ihr müsst in die Schule, es ist höchste Zeit. Mitten unterm Spiel. Wir kommen gleich. Kathi, Toni. Ja. Ja. Ach, sowas. Ich komm auch. So, da habt ihr noch einen Apfel für die Schule. Ja, Kathi, warte doch, du bekommst gleich einen. Hier. Danke, wiedersehen. Hier auch. Danke, und bleibt im Wald ganz schön zusammen, geht ja nicht vom Weg ab. Hier. Halt, wo willst du denn hin? Ich will auch in die Schule. Aber du bist doch viel zu klein. Bitte, bitte. Nächstes Jahr darfst du in die Schule, wenn du größer bist. Ich will auch zuschauen. Na also, dann geh halt heute mit. Wiedersehen. Auf den Plätzen sitzen. Oh, mein Fuß. Zieht euch schnell die Schuhe aus, dass wir schon da sitzen, wenn der Lehrer kommt. Was kommt bei der letzten? Ich habe die Hausaufgaben schon gemacht, aber zwei kommt drauf. Ich habe eine Cookie, komm. Ja, du. Komm, rein. Singen? Ach, nee. Toni, setz dich. Singen habe ich auch alles gelernt. Du hast auch nicht. Hör auf. Du hast schon richtig. Cookie, komm. Setz dich neben mich. Au. Du, ich box. Toni, hör auf. Hör auf. Box nicht. Jetzt kommt er. Der Lehrer kommt. Psst. Ja. Guten Morgen, liebe Geißlein. Guten Morgen, Herr Lehrer. Ah, ihr habt heute auch die Cookie dabei. Das freut mich, dass ich mal alle 7 Geißlein sehe. Setzt euch. Habt ihr alle eure Schulaufgaben gemacht? Ja! Wer hat sie nicht gemacht? Ich. Naja, du brauchst ja keine zu machen. Du bist doch die kleine Cookie. Aber es freut mich, dass du auch gekommen bist. So, wer weiß denn noch, was wir alles in der letzten Stunde durchgenommen haben? Wo wächst das beste Gras? Drunten im Tal am Mühlbach. Schön, setz dich. Und wann schmeckt das Gras am besten? Na? Im Mai. Nicht einsam. Im Mai, weil es da am zartesten ist. Schön, sehr schön, setz dich. Und warum darf man kein nasses Gras essen, ne? Weil man sonst Bauchweh bekommt. Gut. Michel, wisch mal die Tafel ab. Wir sprechen heute von einem gefährlichen Tier. Das müsst ihr ganz besonders gut kennen. Denn es ist euer schlimmster Feind. Wer mag das wohl sein? Na? Ich weiß doch auch. Ich weiß, freilich. Der Wolf! Der Wolf! Richtig, der Wolf. Es gibt für die Geißlein kein böseres und gefährlicheres Tier als den Wolf. Jedes Geißlein muss ganz genau wissen, wie der Wolf aussieht. Hat eins von euch schon einmal den Wolf gesehen? Nein! Damit ihr alle wisst, wie der Wolf aussieht, will ich ihn euch einmal aufzeichnen. Vor allen Dingen hat er ein ganz großes Maul, weil er so gefräßig ist. Mit scharfen, spitzen Zähnen. Und mit einer langen, roten Zunge. Mit seinen langen Ohren kann er alles hören. Und seine Augen sind groß und grün und funkeln. Schau, kannst du was sehen? Kann ich auch nicht. Nun, das hier ist ja nur eine Zeichnung, da braucht ihr euch doch nicht zu fürchten. Aber vor dem richtigen Wolf müsst ihr euch in Acht nehmen. Er hat nichts anderes im Sinn, als kleine Geißlein aufzufressen. Er kriegt nie genug. Und am liebsten frisst er die ganz kleinen Geißlein, weil die so zart und knusprig sind. Ja, ihr seht schon, das ist ein gefährlicher Bursche. So, und nun holt mal eure Tafeln raus und malt einen Wolf, damit ich sehe, ob ihr alles verstanden habt. So, woran erkennt man also den Wolf? An seinem großen Maul. Richtig. Und woran noch? An seinen spitzen, scharfen Zähnen. Hm. Und was hat er da noch, Hansi? Eine lange rote Zunge. Und wie sehen seine Augen aus? Die sind groß und grün und funkeln. Sehr gut. Hm. So, jetzt zeig mal, was du gemalt hast. Aha, sehr schön, ja. Und an einem könnt ihr den Wolf noch sofort erkennen. Das kann ich euch aber nicht an die Tafel malen. Das ist seine tiefe, raue Stimme. So, und wenn der Wolf nun von den 7 Geißlein 4 auffrisst, wie viel bleiben dann übrig? Leni? 3, Herr Lehrer. Ja. Und wenn zu den 3 Geißlein noch 2 hinzukommen, Liesel? 6. Du weißt falsch, Hansi? 5. 5, richtig. Und wenn zu den 5 nochmal 5 dazukommen, dann sind es wie viel? 10. Und davon ab 3 sind, Toni? 3, 10, 10, 10. Na? Ich weiß. 7. Gucki, komm mal zu mir her. Gucki, wenn nun der Wolf von 7 Geißlein alle 7 auffrisst, wie viel bleiben dann übrig? Ich? Na nu, wie willst du denn das machen? Ich renne weg und versteck mich. Ach so, ja, dann erwischt dich der Wolf bestimmt nicht. Setz dich nur wieder hin. Aber wie viel ist denn nun wirklich 7 weniger 7, ne, Hansi? 0. Richtig, 0. So, und jetzt müsst ihr noch eines wissen. Wenn ihr mal allein zu Hause seid und es klopft jemand an die Tür, und er hat eine raue Stimme und schwarze Pfoten, dann... Dann lassen wir den Wolf nicht herein! Jawohl, so ist es richtig. So, und jetzt Schluss für heute. Den Wolf malt ihr mir zu Hause fertig, verstanden? Die Mutter wird sich freuen, wenn wir heute so früh nach Hause kommen. Hoffentlich hat sie mir das immer mal Buch. Beeil dich, Toni. Das sind aber meine Schuhe. Das sind meine. Nein, das sind meine. Komm, beeil dich. Komm schnell, Leni, du bist immer die Letzte. Wiedersehen, Herr Lehrer. Sie werden den Wolf schon nicht reinlassen. Ja, liebe Kinder, ich muss in den Wald. Ihr seid ganz allein zu Hause. Lasst niemand herein und macht die Tür gut zu. Nein. Wenn ihr den Wolf hereinlasst, frisst er euch allesamt mit Haut und Haaren auf. Wir lassen ihn nicht allein. Wenn es nun klopft, woran merkt ihr denn, dass ich es bin und nicht allein? Ja, darauf müsst ihr aufpassen. Ich bin bald wieder zurück. Seid vorsichtig und bleibt schön im Haus. Komm, Toni, geh rein. Mutter! Ja, was ist denn, Gucki? Hast du denn Angst? Nein, pass aber auch auf, dass dir der Wolf nichts tut. Ich werde schon aufpassen. Ihr braucht keine Angst, um mich zu haben. Pass auf, geh nicht weg. Der Wolf ist schon da. Der Wolf ist schon da. Das gefällt mir. Die Mutter geht weg und die Geißlein sind allein zu Hause. Komm, mach sie ein bisschen schneller. Ich komme noch so langsam. Ich muss noch die Tür zu machen. Auf den Balken noch vor, sonst kommt jemand rein. Auf, die Mutter hat es uns gesagt. Los, ja? Jetzt lege ich mir Schulaufgaben auf. Die mache ich aber heute Abend. Halt! Erst wird sauber gemacht. Besen raus, Besen raus, Besen raus. Wasser schütten, Wasser schütten, Wasser schütten. Boden wischen, Boden wischen, Boden wischen. Trocken machen, trocken machen. Sauber machen, sauber machen. Ich bin euer Mütterchen und habe euch allen was Schönes mitgebracht. Nein, das ist nicht unsere Mutter. Nein, unsere Mutter hat eine feine, liebliche Stimme. Deine Stimme ist rauf. Du bist der Wolf. Mach die Tür auf. Aufwachen. Wir lassen dich, du bist der Wolf. Aufwachen, wollt ihr wohl aufwachen? Ach, warte nur. Es geht bald, komm schon, schau, das geht der Eck ist kaputt. Wo seid ihr? Die Laden. da bloß rein. Ja. Wo ist er denn jetzt? Ich habe ihn gesehen. Lass mich auch mal. Ich lass mich auch mal. Siehst du, ich bin so gedrängt. Ich bin so gedrängt. Ja, alle zu gedrängt. Jetzt werfe ich gleich. Oh! Na du, was war denn das? Gib! Mehr! Hier! Schnell! Nimm! Mehr! Schneller! Gib! Okay! Nimm! Mehr! Mehr! Schneller! Nimm! Mehr! Mehr! Schneller! Ich schon noch. Wenn man Geißlein fangen will, muss man schauen. Ja, ich zieh noch so ein Pech. Au, so ein Unglück. Ach, mein Fuß, mein Fuß. Weg damit. Oh, mein Kopf. Natürlich, die raue Stimme. Da haben mich die Geißlein gleich erkannt. Ach, guten Tag, liebe Kinderlein. Nein, das geht nicht. Meine Stimme ist viel zu rau. Viel zu rau. Ach, mein Kopf. Was mache ich nur? Ach, da ist ja der Krämer. Jetzt weiß ich's. Ich hol mir feine weiße Kreide, die esse ich und dann habe ich eine ganz feine Stimme. Niemand da? Ah! Oh, der Wolf! Oh, geh weg, geh weg. Ich armer kleiner Mann. Oh, geh weg, geh weg, ich armer kleiner Mann. Tu mir nichts, tu mir nichts, tu mir nichts. Ich will dir alles geben, was du willst. Meinen ganzen Land, tu mir nichts, bitte tu mir nichts. Tu mir nichts. Kreide will ich, hörst du? Kreide. Wo ist Kreide? Wo ist Kreide? Kreide. Ja, Kreide. 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 Kreide? Ja, da drüben, nein, links, rechts, schräg, nein, ja, unten hinten rechts vorn, oben zwischen beiden Brüdern runter, nein, links, rechts, schräg, links, schräg, von hinten, nein, gleich vorn. Wo ist Kreide? Gleich vorn, ich weiß nicht, nicht doch, gleich zwischen, gleich hinter dem da drüben, gleich vorn, rüber und jetzt rüber, ja, links, schräg links rum, nicht auf die Fliege, dann drüben, drüber, nicht reden, drüber, nicht rechts, links, Gott, da ist der Kreide, will ich, du wichst, sonst beiß ich dir die Nase an. Nicht die Nase, da oben in der blauen Schachtel, rechts, blauen Schachtel, links, jetzt weiß ich, Schachtel, in der blauen, da droben, in der Schachtel, der blauen Schachtel, da ist die Kreide, da ist ja die Kreide, ja. Die Kreide kostet 40 Kreuzer. Für 40 Kreuzer? Hier, da hast du 40 Kreuzer. So, diesmal werden mich die Geißlein nicht erkennen. Das habe ich mir wirklich gut ausgedacht. Jetzt muss ich aber mal probieren, ob meine Stimme wirklich feiner geworden ist. Ja, macht auf, liebe Kinder. Macht auf. Was mache ich denn nur? Ja. Macht auf, liebe Kinderlein. Eure Mutter ist wieder da. Macht auf. Schon besser. Kerk, Spitzbub, geh fort mit dir, fort, gehst du fort. Macht auf, liebe Kinderlein, euer Mütterchen ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Das ist die Mutter. Ich kenne ihre Stimme. Ja. Schnell, mach auf. Vielleicht hat sie mir etwas mitgebracht. Halt! Was ist denn? Vielleicht ist es gar nicht die Mutter. Aber ich kenne sie doch an ihrer Stimme. Ich auch. Der Wolf hat sich vielleicht verstellt. Die Mutter soll uns ihre weiße Pfote zeigen. Ja, liebe Mutter, zeig uns deine weiße Pfote. Was mache ich denn da bloß? So, mach doch die Tür auf, damit ich es euch zeigen kann. Nein, liebe Mutter, bitte komm zum Fenster und zeig sie uns. Unsere Mutter hat eine feine weiße Pfote. Deine Pfote ist schwarz. Du Wolf. Die Tür. Schaut. Der Tisch. Stellt euch gegen die Tür. Es schießt uns schnell. Jetzt ist er weg. Ja, hörst du ihn? Ja. Nein, er wartet nur irgendwo. Bestimmt wieder was. Achtung. Was macht er jetzt? Er kommt wieder, ganz bestimmt. Da. Was er? Ah, ruhig. Kannst du ihn sehen? Na sowas. Was war denn das? Weg da, zurück! Zeit brauche ich! Los! Rein mit dir, du! Los! 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 Her mit dem Teig! Streich mehr Teig auf die Pfote! Los! Mehr Teig! Das hält doch nicht! Mehr! Los! Na feste! Das ist noch nicht genug! Willst du mich zum Narren halten? Mehr Teig! So! Ach, sonst noch mehr. Sonst fress ich dich auf, du. So, ach, du. Ach, ach. Na ja, ach. Streue mir Mehl auf meine Pfote. Du sollst mir Mehl auf meine Pfote streuen. Kann ich verstehen. Mehl auf meine Pfote. Mehl. Das ist nicht. Ach, nein. Mach mich sauber. Nein, mach ich nicht. Weiß ich nicht. Los. Jetzt ist sie weiß. Hab ich euch! Steckt euch nur, ich krieg euch schon. Ja, die Tür zu. So. Jetzt fress ich euch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na nun, hab ich denn nur 6 Geißlein gefressen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, es werden schon 7 gewesen sein. Aufgemacht. Wir haben lange nicht aufgemacht, aber der Wolf hat sich eine ganz feine Stimme gemacht und eine weiße Pfote. Und er hat gesagt, er hat uns was mitgebracht. Und da habt ihr die Türe aufgemacht? Ja. Horch, ist das der Wolf? Komm schnell raus. Auge, vielleicht sind sie noch lebendig. Schnell, hol die große Schere. Und ein Licht, ja. Schläft immer noch. Jetzt holen wir ganz große Steine da hinten aus dem Garten. Ganz leise. Und die legen wir ihm in den Bauch. Lauft. Komm, Cookie. Und du holst schnell Nadel und Faden aus dem Haus, ja? Ja, gleich. Kommt her. Gib mir die Steine. Weiter das. Komm, komm. Na nu, was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ich dachte, ich hätte 7 Geißlein gefressen, aber das sind doch lauter Wackersteine. Und einen Durst habe ich. Ich könnte den ganzen Ammersee aussaufen. Na, wo ist denn das Wasser? Noch tiefer? Das geschieht ihm aber ganz recht. Ja, liebe Kinder, diesmal habt ihr noch Glück gehabt. Aber es hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Stellt euch vor, wenn euch der Wolf nun alle gefunden hätte. Dann hättest du uns nicht mehr? Ja, dann hätte ich all meine lieben Kinder verloren. Nein, nicht, Mutter, wir sind ja noch alle da. Aber der Wolf hat eine ganz feine Stimme gehabt und eine weiße Pfote. Wir haben gedacht, du bist es. Aber ihr habt doch aufgemacht. Die Bösewichte können sich nämlich sehr gut verstellen. Sie schmeicheln den Kindern und tun ihnen schön und schenken ihnen sogar gute Sachen. Mhm. Und viele Kinder glauben dann so einem Bösewicht. Nein. Mach doch die Türe auf. Ich habe etwas Schönes für dich, sagen sie. Komm doch mit mir. Ich weiß ein hübsches Spiel. Und ich habe was ganz, ganz Feines zu essen. Und das Kind geht mit. Und dann geschieht ein ganz, ganz großes Unglück. Vater und Mutter kommen heim. Aber ihr Kind ist nicht mehr da. Es ist verschwunden und kommt auch nie mehr wieder. Mutti, ich folge dir. Ich lasse voll herein. Nein, ich auch nicht. Auch wenn er uns noch so große Sachen macht. So ist recht, ja. Mutter. Habt ihr gehört, Kinder, was meine kleinen Geißlein mir versprochen haben? Glaubt auch ihr keinem Schmeichler. Lasst keinen Fremden in die Wohnung und geht mit keinem weg, auch wenn er euch noch so gute Sachen verspricht. Mutter, ich habe Angst, dass der Wolf wieder aus dem Brunnen herauskommt. Er ist doch tot. Er kommt nicht wieder. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Schau doch hinunter in den Brunnen. Er ist mausetot. Ja, er ist tot für immer. Mausetot. Schau, er kommt nie mehr. Der Wolf ist tot, 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 der Wolf ist tot,